können wir das jetzt hier mal bald beenden? Ich will nicht mehr. Ich mag die Herausforderung nicht. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome-Hobbits und Engadum zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir vor der dritten Arena, beziehungsweise die erste Arena. Es war die erste Arena, in die wir hineingegangen sind, zur Eröffnungszeremonie. Die Eröffnungszeremonie fand hier schon statt, in Engine City. Nun, der dritte Arenaleiter, der Feuertyp, der Feuerarenaleiter. Wir sind gewappnet, unser Team ist stark, unser Team ist geheilt. Dann können wir gleich mal den Prof an den Anfang setzen. Ja. Den Modi können wir ganz zum Ende hinpacken. Ja, unsere Feuer- und Pflanzen-Pokémon. Ja, die Ninlein, unser Pflanzen-Pokémon, das kann beim Feuertypen ganz weit nach unten. So. Ja, wirklich Prof als erstes hin. So sieht's aus. Na dann, auf ein neues. Brechen wir auf ins Abenteuer, in die Geschichte. Ich habe im letzten Part die Haare rot gefärbt und einen neuen Look bekommen. So schaut's aus. Dann geht's los mit Rob. Da bist du ja endlich, Zwergfürst. Ich habe eben mal den Feuerohren geschnappt. Ja, der Rivale war schon immer schneller als wir. Es war schon ein Pokémon. In der ersten Generation war das schon so, dass der Rivale war immer schneller als wir. Aus irgendeinem Grund war der immer schon vor uns da und hat es uns schon vorher weggeschnappt. Aber ich weiß jetzt, warum Kapu von allen der unauslöschliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste Indianer, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Naja, das motiviert mich auch schon irgendwie. Also wenn du es geschafft hast, Hope, dann krieg ich das auch beim dritten Versuch hin. Aber keine Sorge, Zwergfürst. Ich habe Kapu besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Na, ich bin vor allem gespannt auf die Arena-Herausforderung. Was wir dafür in Rätsel bestehen müssen, was wir im Engine-Stadion, was wir hier machen müssen. Ach, Rob, der ist ja schnell hier reingekommen. Eben stand er noch vor der Tür. Hey, Zwergfürst, bei meinem Kampf gegen Kapu sind echt die Funken geflogen. Da bin ich ja gespannt. Hallo, Arena-Challenger, schön dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Kapu herauszufordern. Leel, willst du sofort einen Versuch wagen? Ja, klar doch. Wenn du dich in der Arena-Mission versuchen willst, musst du erst in deine Uniform schlüpfen. Ich muss noch herausfinden, wie ich da die Uniform wechseln kann. Kann ich nicht mal die Wasser... Kann ich nicht... Das wäre doch gerade cool, jetzt die Wasser-Uniform zu tragen im Kampf gegen den Feuertyp. Naja. Muss ich wohl meine Standarduniform tragen. Die Arena-Mission ist vom Typ Feuer. Etwas ungewöhnlich. Hier, ins Land bitte. Die Feuerarena. Achso, die Arena-Mission ist etwas ungewöhnlich. Okay. Ich bin gespannt. Nach wie vor alle Herausforderungen blind. Bei der Arena-Mission des Feuerarena-Dotters Kapu musst du im Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Ernsthaft? Nur 5 Punkte? Naja, gut. Aber vorsichtig, die anderen Trainer hier werden sich im Kampf mit einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Pokémon wie möglich zu ergattern. Aha, die Arena-Mission beginnt jetzt. Let's go. Okay, dann fangen wir uns das erste Pokémon. Wir fangen einfach 2 und das dritte bekämpfen wir und dann hat sich's oder... ja.
gut. Na dann, ich werf mal schnell einen Punkt. Oh, müssen wir hier unsere eigenen Bälle verschwenden. Ach du Schande. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Nice. Da haben wir schon 2 Punkte. So schnell geht's. Ein neuer Punktex-Eintrag. Ach, die können wir auch noch behalten. Ja, sehr gut. Ist ja speziell. Nee. Ab in die Box mit dir. Nee, nicht ins Team. Nicht ins Team. In die Box. Das wär's ja. Jetzt hier in der, ja, so sehe ich aus. Hier in der Arena ein paar Pokéball fangen. Quatsch, ein paar Pokémon fangen und die gleich in, ja, im Arena-Leiterkampf. So sehe ich aus. Okay, hier wird nichts angezeigt. Die Tafel ist tot. Ein Thermopod. Na, das Pokémon. Das ist ja auch mal was Neues. Thermopod. Das ist ja, naja. Naja, gut. So, wir fangen es uns trotzdem, auch wenn ich es lieber nicht fangen würde. Wir brauchen es für die Punkte. Ja, das ist gut für den Pokédex. Bleibst du drin. Bleibst du drin. Bleibst du drin. Ah, Thermopod ist entkommen. Ja, na gut. Einrollen. Alles klar, da dreht es sich einfach im Kreis. Das Ding ist so winzig. ja. Verschwindet hinter der Anzeige. Damit haben wir es auch mal gesehen. Fangen will ich's. Na komm, wahrscheinlich halt noch einen Ball. Pokéball. Na komm. Ich will meine Attacke nicht an dich verschwenden. Ja, jetzt werde ich eh von dir verletzt. Ich will meine Attacken trotzdem nicht an dich reden kann ich schon jetzt nicht mehr. Na gut, Prof. Dann halt, Kopfnuss. Können wir mal versuchen. Und verschwende jetzt natürlich die Attacken von dem Prof. Das ist natürlich, ja, ist jetzt eher suboptimal. Hätte man den Rest unseres Teams nehmen müssen. Ja, ich will es mal so versuchen. Na komm, Pokéball. Na komm, du warst doch eben schon fast drin. Ach komm schon. Das ist doch nicht wahr. Ich verschwende hier meine Pokébälle dran. Du wirst doch jetzt nicht Prof besiegen. Ach Mensch. So dringend will ich dich nicht in meinem Team haben, damit ich dich hier besiegen muss. Dass ich dich jetzt hier fangen muss. Besiegen ist auch eine Alternative, aber ja. Muluk wurde besiegt. Ja, mein Pokémon ist auch bald besiegt. Na komm, jetzt geh rein. 3 haben wir noch. 3 Bälle haben wir. Na kommst du. 1. Verdammt! Muss jetzt hier alle meine Energie an dir auf. Warum kann das Ding Käferbiss? Warum? Das ist doch nicht wahr. Lustakiru. Und dann du halt. Ja, setz halt ein. Das soll effektiv sein? Ja gut. Paralysiert, okay, das bringt es vielleicht. Das bringt vielleicht ein wenig. Beim Kämpfen, beim Fangen. Ist ja heute. Ist ja heute hier mit dem Reden sehr speziell. Ich bin ein bisschen krank, vielleicht ist das meine. Vielleicht ist das eine Entschuldigung für mich. Ich bin ein bisschen umgekratzt. Ach komm schon. Bist doch schon paralysiert. Was willst du? Köderball, Netzball, Heilball.
Wasser- und Käfer-Pokémon ist jetzt hier eher nicht so der Fall. Niedriges Level ist jetzt auch eigentlich nicht so. Na komm, gehst du wohl rein. Mein letzter Pokéball. Na komm, na komm. Ach, verdammt, dreckig. So ein Dreck. Ich verschwende jetzt hier meine wertvolle Zeit und meine wertvolle Energie von meinem Pokémon in dieses dreckige Thermopods. Das ist doch jetzt nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht. Das war doch schon. Wieso ist das jetzt auf einmal? Warum ist das auf einmal so stark und will das nicht in den. Warum will das nicht in den Kampf? Es ist doch. In den Ball. Ist aber Kampf. Was ist denn da los? Ich will es ja nicht gleich besiegen, aber gut. Bringt halt wenigstens auch einen Punkt. Kommen wir wenigstens voran. Ja gut, haben wir es halt besiegt, ist jetzt auch nicht. Jetzt habe ich halt die Zeit hinausgetrödelt, damit es fangen kann. Das alles jetzt nur wegen einem Punkt. Meine Fresse, 3 Punkte haben wir hier erst. Und mein ganzes Team geht's drauf. Ein Steindingens, ein Klonkett. Pflücker. Naja, irgendwie müssen wir es ja. Irgendwie müssen wir es ja beschädigen, dass es in den Ball mit reingeht. Ist ja nicht immer selbstverständlich. Ich hoffe, ich habe Beleber mit dabei. Das wäre ziemlich blöde. Wenn ich jetzt zum Arena-Leiter komme und mein Team nicht fähig ist zu kämpfen. Kann ich gerade mal nachgucken. Ach ja, Supertrank und Beleber. Ja, haben wir noch genug. Netzball. Vielleicht bringt's ja was. Na komm. Verdammt. Ich habe keine Pokébälle mehr. Ich habe bald keine Pokébälle mehr. Dann muss ich sie einfach alle besiegen. Das sind dann auch nur noch 2 Pokémon, die ich besiegen muss, aber gut. Ich würde es jetzt gerne fangen und dann das endlich abgeschlossen haben. Versteht ihr, was ich meine? Dann hätte ich die Mission nicht abgeschlossen. Wir müssen nicht gegen noch 2 Leute kämpfen. Ach komm. Lass uns das doch nicht unnötig in die Länge ziehen. Gut, dann ziehen wir es halt unnötig in die Länge. Und soll es halt so sein. Das kein Punkt. Was habe ich jetzt gar keinen Punkt bekommen dafür? Weil der es besiegt hat. Ach du Schande. Es ist doch nicht so. Es ist doch nicht wahr. Und jetzt hat der auch noch einen Thermopod. Können wir das jetzt hier mal bald beenden? Ich will nicht mehr. Ich mag die Herausforderung nicht. Aufgeben ist auch nicht die Option. Müssen wir halt aufpassen, dass der nicht besiegt. Dass mein Rivale in dem Kampf das nicht hinkriegt. Netzball. Ja, das ist nicht der richtige Ball für dich, aber bleib bitte drin. 1, 2, 3. Verdammt! Gibt's doch nicht. Jetzt muss ich schnell eine Attacke einsetzen, damit ich zumindest diesen einen Punkt kriege. Noch schnell eine. Ich hoffe, ich darf als erstes Lichte besiegen. Wechselspeaks ein. Zumindest das eine. Pünktchen. Da zieht sich hin. Müsste dann mein 4. Punkt sein, wenn ich richtig gucke. Noch ein Punkt und die Arena-Mission ist abgeschlossen. Ein Thermopod. Ein Punkt, ja, wir müssen es eigentlich nur noch besiegen.
Müssen wir gleich mehr fangen. Sind sehr effektiv. Na komm, mach's fertig. Mickey ist zurückgeschickt. Was gibt's doch gar nicht. Alter. Jo, mach mein Team alle, bevor ich zum Arena-Hinter kommen kann. Und dann gut. Ich muss halt die Belieber vorher einsetzen. Alles klar. Gewissheit. Na komm, Randall, kriegst das hin. Besieg das Ding. Mach's alle. Dann kriegen wir noch unseren letzten Punkt. Und können endlich die Arena-Challenge abschließen. Die mir ja nicht so wirklich gefallen hat. Muss ich wirklich so sagen. Muss ich ganz im Ernst so zugeben. Ist ja auch lästig, dass die anderen Trainer da mitmischen können. Wie dann das Pokémon besiegen, dann kriegst du keinen Punkt. Kriegst du nichts vom Kuchen ab. Ja, Pflanze, das war jetzt sehr sinnvoll, um ihn Lane einzusetzen. Turbodea ist effektiv, okay. Irrlicht. Ja. Müsste es eigentlich jetzt sofort verbrennen. Okay. Wenn das sehr effektiv ist, dann gute Nacht. Thermopod ist... Dann fangen wir es uns halt. Vielleicht ist das die Möglichkeit. Dann haben wir halt einen Punkt zu viel, aber was soll's. Netzball. Ach, Trick. Ist doch nicht wahr. Käferbiss. Away. Wieso kann dieses Pokémon Käferbiss? Hat das Feuerkäfer als ein doppeltes Dings? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, die Attacken sind sehr, sehr effektiv hier. Ich sehe es schon. Modus setzt dann Wirbel ein. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das Modus das nicht besiegt. Idiot. Mein Team ist auch gleich am Arsch. Mordev, mein letztes Teammitglied, was noch am Leben ist. Das wäre es jetzt nur, das effektiv gegen Thermopod? Wie kann denn Nitro-Landung effektiv sein? Okay. Das ist doch ein Feuer-Pokémon, oder? Feuerkäfer, das ist... Wie kann denn das sein? Das ist ja... Das ist interessant. Na komm, hol dir den letzten Punkt. Na komm, nochmal Glut. Das soll ja effektiv sein. Feuerfänger von Thermopod wirkt. Mir ist klar. Look ausgeschaltet. Na gut, na komm. Jetzt noch den einen Schlag. Mach's fertig. Dankeschön, Morden. So, letzter Punkt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Karus Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Leiter Karbu an. Auf geht's, Arena-Challenger. Auf zum Arena-Leiter. Ich würde gern vorher noch mein Team heilen. Wenn das möglich ist. Gut, auf geht's. Arena-Leiter, ich komme. Tuffkratz. Heiß hier, oder was? Ja, das wird ein hitziger Kampf. Was? Du hier gleich neben mir. Gemeinsam. Sonst kommen wir nicht so gemeinsam auf den Platz marschiert. Sonst kommen wir mal aus verschiedenen Richtungen. Was macht der da? Wie läuft denn der da? Das ist doch nicht. Wir sind ein alter Opi. Bist du ein alter Opi oder was? Willkommen. Ich bin Kabu, der Feuer-Arena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jaros Pflanzen-Pokémon bezogen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient.
Wir Pokémon-Trainer haben eins gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. So, Feuerarena, ich komme. Ich habe ein einigermaßen starkes Wasser-Pokémon im Team. Ich hoffe, es wird reichen, um Kabu zu besiegen. Arena-Leiter Kabu fordert dich heraus. Vulona. Okay. Alles klar. Werde ich gleich mit Thermobot gerechnet. Ich habe ein Giga-Dynamax-Armband. Ja, das heben wir uns für später auf. Wie wär's denn erstmal mit Felsgrab? Fangen wir mal mit was Leichtem an. Er fängt auch mit was Leichtem an. Irrlicht. Das bringt ja nicht viel. Das ist ein Wasser-Pokémon. Verbrennung ist da nicht so gut. Nicht so stark. Joa, für den Anfang. Nicht schlecht. Ja, Verbrennung kannst du dir schenken. So, Kopfnuss. Blut. Ja, Blut kannst du dir auch schenken. Das tut mir nichts an. Ja, da war das erste schon besser. Oh ja, die Verbrennung ist eigentlich ein bisschen blöd. Na komm, Aquaknarre. Löschen wir es aus. Löschen wir sein Feuer aus. Ersticken wir sein Feuer in der Glut. Ja gut, das war jetzt weniger effektiv. Bisher war Felsgrab das Beste, was wir einsetzen konnten. Wir haben auch noch nicht die Wasserattacken. Ist ja auch kein pures Feuer-Pokémon, Vulona. Ja, da bringt Felsgrab wirklich das meiste. Na komm. Und Felsgrab. Zack. Da waren es nur zwei. Das erste schon besiegt. Ein Drittel schon geschafft. Sehr gut. Neue Levels. Takiro Level 22. Wir brauchen mal einen Antibrand. Wer ist das? Gegenbrand. Weiterkämpfen natürlich. Arcani. Oh, nicht schlecht. Bedroha von Arcani wirkt. Okay, wir bräuchten mal Feuerheiler. Das wäre nicht schlecht. Obwohl das gleich bestimmt wieder passieren wird. Gerade eingesetzt, da kommt gleich wieder. Ja. Das ist schon die richtigen Attacken ein. Feuerattacken, die bringen bei mir recht wenig. Der Dynamax ziehe ich mir zum Schluss auf. Wie wär's denn jetzt mit dem Trank? Das wäre doch jetzt nicht grundverkehrt. Ja, super Trank. Kann man jetzt mal investieren. Zum Irrlicht, ja, habe ich gerade gesagt, da kommt Verbrennung wieder. Aber wir sind sehr geheilt. Von mir aus. Damit muss man rechnen bei so einem Kampf. Dass man verbrannt wird. So, ich versuch's mal mit Aquaknarre. Wer weiß, was das bringt. Müsste gegen Feuer-Pokémon zumindest etwas bringen. Ja, etwas tut's bringen. Leider nicht genug. Felsgrab vielleicht. Ist Felsgrab hier die Attacke, die das Wunder hervorbringt. Das Wunder von Engine City. Ja, also ein Wunder war es jetzt nicht, aber bringt schon was. Oha. Okay. Müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Die Attacken sind momentan auch eher mittelmäßig. Da müsste ich, da freue ich mich schon auf meine Dynamax-Geschichte, auf den Dynamax-Kampf. Den müssen wir zum Dynamax machen, den Prof. Das hilft mir für das letzte Pokémon auf, das ist ganz klar. Felsgrab, na komm. Das schaffen wir auch noch. Arcani besiegt. So. Das dritte Pokémon. So, zwei Drittel besiegt. Infernopod. Ah, die Weiterentwicklung von Thermopod. Ich wusste doch, dass da was kommt. Na los, Kabu. Such nach einer zündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Infernopod. Okay. Ein langes Thermopod.
Es ist ausgewachsen. Es ist größer geworden. So, ich erlaube mir aber mal einen Supertrank. Eigentlich wäre es jetzt eigentlich eine Top-Genesung ganz gut. Ja, mit der Verbrennung müssen wir jetzt einfach mal leben. Es wird Zeit für Giga Dynamax Inferno Pot. Werde größer und größer. Die Menge sinkt schon wieder. Giga Dynamax Inferno Pot. Aha. Eine riesige Schlange. Na dann. Spürst den Kampf der Giganten. Diener, deiner Schwarm. Auwei, ich bin noch klein. Holla, die Waldfee. Na gut. Verbrennung. Ja, vielleicht kämpfen wir erstmal so. Vielleicht versuchen wir es erstmal ins Kleine und dann, wenn ich nochmal von vorne komme, dann, ja, wenn ich mich nochmal beleben lasse. Auwei. Das war ja drastisch. Dynamics-Attacken, die sind schon heftig. So, wir können jetzt Blackie. Schicken wir Blackie halt mal in den Kampf. Ja, das ist gegen Feuer eigentlich nicht so sehr gut. Man kann es ja mal versuchen. Wie eine Flamme in die Höhe schießt, stecken auf meine irgendwas. Ja, verschwendet er seine drei Runden. Ja, verschwenden tut er sie nicht, aber gut. Jetzt ist er wieder klein, da kann ich jetzt von zu meinem Giga Dynamax kommen, was hoffentlich reinhaut. Der Prof, der haut hoffentlich rein mit seinem Giga Dynamax. Na, da ist er wieder klein. Meine Taktik ist jetzt einfach mal hier. Einen Top-Beleber müsste ich doch haben. Jo, ein Top-Beleber auf Prof verschwenden. Ich hoffe, das bringt's jetzt. Das ist jetzt meine Chance. Dass der jetzt schön seine Attacken verschwendet. Und ich jetzt mit Triumph zurückkomme. Dass ich dann hoffentlich auch erst stark habe. Mal schauen. Ich will es nicht hoffen. Also ich will es doch hoffen, aber Dynamax und deiner Flut. So muss das sein. Na komm, Giga Dynamax, Prof. Los, auf geht's. Ich hoffe, du bringst mir was. Du kannst das Ding entscheiden. Wow. Wenn das nicht nice ist. Na komm, überflute es. Es muss doch was bringen. Giga Dynamax Flut. Da muss doch irgendwas gehen. Ja, Inferno Pot. Du bist geliefert. Na komm, deiner Flut. Bats. Was? Okay, wir haben zwar drei Runden. Wir können dreimal angreifen, aber da hätte ich mir ein bisschen was mehr gehofft. Deiner Flut, weiterhin. Na komm, Käferbiss. Warum kann das Ding Käfer attacken? Das ist doch blöd. Das ist jetzt gegen mein Wasser-Pokémon ein bisschen scheiße. Oh, ja, gut. Das war sehr effektiv. Das war ein Volltreffer. Da haben wir es weggespült. Da haben wir es geschafft. Level 26 für Prof. Und das ist wieder klein. Hervorragend. So muss das. K.O. besiegt. Da haben wir es geschafft. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Du gewinnst 8640 Pokémon-Donner und gehst direkt aus dem Kampf gegen den dritten Arena-Leiter der Galar-Region hervor, Kabu. Du hast mich besiegt. Mich, den, die so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha. Wie es scheint, habe auch ich noch nicht ausgelernt. Da trippelt der Kleine hin, der kleine Opa. Der Kleine, naja. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet.
Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für den Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Der dritte Orden in unserem Bund. Jau, sieht's aus. Da waren es nur 5, wenn ich richtig zähle. Ja, 5. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 35 fangen. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kult von Galar sind. Jungen Trainern wie dir vertrauen wir unsere Zukunft und unsere Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Wenn das nur mehr Leute so sehen würden. Was für ein Kampf, Zwergfürst! Ich war mir zwar sicher, dass du da mit Kamalm gewinnen würdest, aber Mann, war das aufregend! Sehr beeindruckend, Zwergfürst. Jetzt hast du also schon den Pflanzen, Wasser und Feuerohren. Du kommst gut voran mit der Arena Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Du erhältst die TM 38 Irrlicht. Naja, kannst du behalten. Ich weiß, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber ja, Irrlicht. Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die beim Ziel Verbrennung verursachen. Schön. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Karabos Uniform. Feueruniform erhalten. Ich frage mich, wann wir die mal einsetzen können. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Lettern zu haben. Als nächstes flucht euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Das klingt ja spannend. Naturzone, da geht's wohl weiter im nächsten Part. Du hast ihn gehört, auf geht's! Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Ja gut, die stärksten Pokémon in der Naturzone. Wir sind jetzt vielleicht nicht so die Schlotterer, aber ja. So, ich gehe jetzt vielleicht noch nicht vor die Tür dieser Arena. Weil da erwartet mich gleich wieder die nächste Story, die nächste Sache. Team Yell, wenn ich raten darf. Oder der Betis, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Naja gut, Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dahin und ciao, ciao.